Viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden jetzt in alten Zeiten schwelgen. Ja. Deshalb noch ganz kurzer Rückgriff auf den Film. Wenn man von Strauß, Franz Josef Strauß, so angegangen wird oder wurde, war das eher eine Auszeichnung? Ja, es war eine Wahlkampfhilfe. Ich habe das wirklich, also wenn er da auftrat in Passau am Aschermittwoch und mich nicht beschimpfte, war ich beleidigt. Das hat mein Profil geschärft. Bei der Aschermittwoch-Rede. Aschermittwoch, ja. Also ich kann mich erinnern, dass Helmut Schmidt immer wieder davon schwärmte, nicht politisch, aber sagte so von der Auseinandersetzung, war das eigentlich mal toll mit Strauß. Na gut, also das war sein, der war, also die haben sich natürlich aneinander gemessen, nicht? Mhm. Aber so doll war das nicht, nicht? Also rhetorisch war das nicht so doll, na, oder? Rhetorisch natürlich. Beide waren glänzende Rhetoriker, nicht? Mhm. Polemiker auch, nicht? Also das ist ja im Bundestag nicht mehr da. Solche Leute wie Wehner, der also den ganzen Saal verstörte. Haben Sie den gefürchtet, wenn der losging? Ja, loslegte? Der Wehner saß immer da, verstehen Sie? Und ich war ja zunächst parlamentarischer Staatssekretär, habe unendlich viele Anfragen beantwortet müssen. Fragestunde. Der Saal war leer, aber Wehner saß da. Dann rief er plötzlich, Herr Baum, wer hat Ihnen denn das aufgeschrieben? Und ich war im Moment verdutzt. In der Tat hat mir das jemand aufgeschrieben gehabt vorher. Es war gar nicht, kam gar nicht von mir. Ich konnte es gar nicht selber wissen. Also er war ein Parlamentarier durch und durch. Der saß da, war Diabetiker, hatte seine Brotkapsel mit und zwischendurch aß er es, um seinen Zuckerspiegel in Ordnung zu bringen. Und saß da im leeren Saal und hat das verfolgt, was wir da machen. Und wenn ich mich vorbereitet habe, habe ich immer daran gedacht, wie wird er wohl reagieren? Echt? Sie haben ihn schon bei dem Entwurf der Rede vor sich gehabt? Ja, ja, ja. Nicht bei allem, aber bei kritischen Sachen dachte ich, verdammt nochmal, was wird der Alte sagen? Nicht? Mhm. Er macht ja Zwischenrufe, nicht wahr, die es in sich hatten. Nicht? Mhm. Hat es Sie auch mal erwischt mit einem Zwischenruf? Ja, jedenfalls nicht mit einer Verballhornung meines Namens. Nicht? wie hieß der Wohlrabe, der eine Abgeordnete? Ja, Übelkrähe. Dann, ja. Übelkrähe, ja. Herr Todenhöfer hat auch solche Sachen. Ja. Ja, ja, ja. Und dann eine andere Szene, da kämpfen Sie mit den Tränen. Wann war das? Ja, das muss 82 gewesen sein. Ne? Das war bei dem Regierungswechsel, Von der sozialliberalen zur schwarz-gelben Regierung. Ja. Der war vollkommen misslungen, nicht? Also die FDP hat sich da ins Ausseits manövriert. Bei aller Erschlaffung der sozialliberalen Koalition ist der Regierungswechsel über einen Teil der Partei hinweggegangen. Also der sozialliberale Teil wurde in die Defensive gebracht. Wir waren nicht mehr da und wir waren nicht mehr gefragt. Und das muss man vielleicht auch noch mal erklären, der sozialliberale Teil, für den Sie standen, Burkhard Hirsch, Hildegard von Brücher. Also wir wurden praktisch von den Wirtschaftsliberalen in die Defensive gebracht. Und wir hatten das Gefühl, wir stören eigentlich, nicht? Und ich habe mir auch überlegt, was machst du denn? Ich verlor mein Amt und dass ich als Bundesinnenminister, dass ich eigentlich ganz gut geführt habe. Das war ja ein unglaublich interessantes Ministerium. War Kultur drin. In einer unglaublichen Zeit. Ja, da war Umweltschutz drin, da war die Sicherheit. Also und ich dachte, mein Gott, ich habe meiner Partei etwas gebracht, auch in den Wahlen. Und jetzt bist du einfach weg. Nicht? Mhm. Und dann hat man überlegt, was macht man? Geht man raus aus der Politik? Das wäre die einzige Alternative gewesen. Oder zu einer anderen Partei wollte ich nicht. Verheugen und andere sind zur Sozialdemokraten gegangen. Nein, haben wir gesagt, wir lassen diese Partei nicht los. Mhm. Wir bleiben drin und sind ein Stachel im Fleisch. Aber das war gut gedacht. So recht gelungen ist es nicht. Und ist es zutreffend, dass dann Helmut Kohl, der die Nachfolge von Helmut Schmidt 82 übernahm, Ihnen das Bundesjustizministerium und Sie haben es nicht angenommen? Nein. Unter diesen Umständen nicht. Das konnte ich nicht und wollte ich nicht. Also das wäre als Verrat gedeutet worden. Übrigens, meine Partei hat mir das angeboten, nicht? Und dem Hirsch auch. Der Hirsch hat es auch abgelehnt. Und wie hat Sie Helmut Kohl behandelt? Mit Respekt. Wirklich? Ja. Auch wegen dieser Absage? Weiß ich nicht, aber jedenfalls, wir hatten ein respektvolles Verhältnis, nicht unbedingt von Sympathie bestimmt. Übrigens hatte ich auch ein sehr gutes Gesprächsverhältnis mit Schmidt. Mhm. Nicht?
Schmidt hat mich auch respektiert. Er ist fair mit mir umgegangen, obwohl er vieles von dem, was ich gemacht habe, überhaupt nicht gebilligt hat. Der war Ihnen in den Fragen der inneren Sicherheit, waren Sie ihm bestimmt sehr viel zu lasch, oder? Dieser Baum ist mir zu liberal, hat er gesagt. Aber er hat das respektiert. Wir haben lange Stunden miteinander geredet. Er hatte Zeit. Und wir haben über Menschenrechte zum Beispiel geredet. Er sagte, was machen Sie da? Es interessiert doch in China keinen Mensch, wenn Sie hier sagen, da gibt es Menschenrechtsverletzungen. Den Streit kenne ich. Den ja. kennen Sie auch, ja, den Streit. Ja. Und dann haben wir uns also da auseinandergesetzt. Aber er war ein Mann, der den Diskurs liebte. Sie müssen verstehen, wir kamen ins Kabinett und das ging nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das dauerte mitunter Stunden. Er liebte den Diskurs und hat also dann praktisch den Diskurs im Kabinett provoziert. Wir haben dann darüber geredet. Am Ende kam das raus, was in den Unterlagen stand. Ja, aber wir haben vorher uns ausgetauscht. Herr Baum, ich habe Ihr Buch gelesen, das Freiheit heißt, und das ist ein Programm ja auch für Sie, das ist ja nicht nur ein Buchtitel. Und ganz zu Anfang in diesem Buch schildern Sie auf wenigen Zeilen etwas, was ich finde eigentlich zwei Bücher füllen könnte, nämlich Ihre Erinnerung an die Nazizeit und an Dresden. Sie sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, Jahrgang 32? Ja. Und lebten in einer Familie, wo die Mutter schon mal geflüchtet war. Ja. Nämlich sie war Russin und flüchtete während der Oktoberrevolution. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir sitzen heute zusammen mit jemandem, deren Mutter noch die Oktoberrevolution erlebt hat. Und dann kam diese schreckliche Bombennacht in Dresden. Würden Sie sagen, dass das für Sie etwas geblieben ist, ein Trauma, das Sie ein Leben lang verfolgt hat? Ja, weil alle, ich war im 13. Lebensjahr, aber überhaupt nicht begriffen, was da passiert eigentlich. Aber es brach alles zusammen. Das Soziale, der Zusammenhalt, Schule, Freunde, das Haus. Wir waren plötzlich Flüchtlinge mit drei Koffern. Es änderte sich auch die Moral. Ja, also müssen Sie sich vorstellen, am Tag vorher wurden sie noch bestraft, wenn sie ohne Fahrschein in der Straßenbahn fuhren. Und am nächsten Tag lagen in der Straßenbahn, sagen wir, 20 Leichen. Ja? Also man ist in eine Zeit gestoßen worden, wo die moralischen Werte relativiert wurden. Also wir haben organisiert, wir haben gehungert und haben geholt, was wir konnten. Ja? Wir haben in fremden Gärten Äpfel geklaut, ja, in Oberbayern. Ich habe beim Tegernsee bin ich aufgewachsen. Aber es ist eine ganz tiefe Zäsur gewesen. Und ich sage immer, wenn das heute passieren würde, würden Sie später von einem Arzt mit posttraumatischen Befunden behandelt werden müssen. Ja. Nicht? Ich hatte übrigens auch gar keine Zeit zu einer Pubertät. Nicht? Das konnten wir uns gar nicht leisten. Wir mussten überleben. Sie waren 12, als das tausendjährige Reich verging. Aber wie hat es Ihre Mutter verkraftet, dann nochmal zu flüchten? Sie war eine unglaublich tatkräftige Frau, Kriegerwitwe mit drei Kindern und hat dann eine Existenz aufgebaut. Sie musste Geld verdienen. Und sie hatte nichts gelernt. Sie war eine höhere Tochter. Offenbar hatten die gar keinen Sinn dafür, dass Frauen einen Beruf ergreifen mussten. Und sie hat ihr Leben gemeistert. Sie ist freiberuflich tätig geworden, hat ihr Geld verdient und hat ein erfülltes Leben gehabt und uns praktisch die Möglichkeit gegeben zu studieren, also einen Beruf zu ergreifen. Das war eine tolle Leistung übrigens nicht nur von dieser Frau, sondern von vielen Frauen nach dem Krieg. Die Männer waren ja weitgehend nicht mehr da. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, die ich häufiger Helmut Schmidt gestellt habe? Haben Sie die Abscheu und den Ekel vor der Nazi-Schreckensherrschaft schon während der Nazi-Herrschaft gehabt? Ja. Warum? Also ich spürte diese dumpfe Unterdrückungssituation. Da gab es Ortsgruppenleiter, die einen beobachteten. Da wurden wir. Ich musste in der Schule den Lebenslauf von Adolf Hitler auswendig lernen. Ja, also wir waren. Und da hatten Sie selber ein Gefühl, das ist nicht in Ordnung? Das stimmt irgendwas nicht. Dann in Dresden gab es eine sehr starke jüdische Gruppe von Menschen, die plötzlich verschwanden. Da habe ich meine Mutter gefragt, wo sind die? Die Wohnung ist plötzlich leer. Nicht? Und dann sagte sie, mit denen passiert Schlimmes. Also das spürte man, da ist etwas nicht in Ordnung.
Und das hat mich also auch geprägt. Ich habe gesagt, verdammt nochmal, das darf nie wieder passieren. Und dann kam nach dem Krieg. Als Kind haben Sie das gespürt oder das, danach? Das danach. Danach. Nach dem Krieg habe ich es gespürt, Herr Lorenzo, als ich in der Schule Nazi-Lehrer hatten. Plötzlich waren die wieder alle da. Und es, die haben gesagt, muss man ein Ende haben, Schlussstrich, warum darüber zu reden. Und wir wollten darüber reden. Wir wollten reden darüber, was ist passiert und wer ist verantwortlich. Und das war dann das Motiv, dass ich gesagt habe, ich mache es mal in der Politik. Und was antworteten die Lehrer? Bitte? Was antworteten Lehrer, als sie fragten, wir wollen darüber reden? Die Lehrer haben sich dem entzogen. Ich habe mit einigen Mitschülern wollte ich eine Gedenkveranstaltung machen an der Schule zum 20. Juli 1948, 49 in Tegernsee wurde uns verboten. Das war das missglückte Attentat auf Hitler. Missglückte Attentat auf Hitler. Und da wurde gesagt, das sind Leute, die haben ihren Eid auf den Führer gebrochen, müssen Sie mal vorstellen. Und die Nürnberger Prozesse, das ist Siegerjustiz und die Emigranten haben feige das Land verlassen. Thomas Mann redet von außen, was hat er uns zu sagen? Das war eine Stimmung, die wir wirklich gespürt haben. Und da wurden wir wütend. Als ich nach Deutschland kam, da wurde Willy Brandt noch als Volksverräter beschimpft. Ja. Und als uneheliches Kind, muss man sich mal vorstellen. Da wurde sein Name, Herbert Frahm, da wurden Plakate hochgehalten. Ja. Das sogar damals in Kreisen von Unionspolitikern. Ja. Heute, Gottlob, nicht mehr richtig vorstellbar. Sie haben, Michael Mittermeier hat vorhin gesagt, dass er manisch ist, wenn er nicht zu stoppen ist, wenn es um seine Kunst geht. Sind Sie ein manischer Politiker gewesen? Ja, bin es, glaube ich, noch ein bisschen. Ich mische mich immer ein und muss mir langsam sagen, das müssen die Jüngeren machen. Aber es lässt mich nicht los. Verstehen Sie? Als ich damals angefangen habe, als Student in den Liberalen Studentenbund zu gehen, habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich 70 Jahre in der Politik verbringe. Und Sie haben aber sich selbst, aber auch Ihrer Familie wahrscheinlich einiges zugemutet. Also schon lange die Zeit, in der Sie Bundesinnenminister waren, wo Sie ständig bewacht waren, weil es diese Gefahr der Anschläge durch die Rote Armee-Fraktion, die sogenannte, die da war. Würden Sie im Rückblick sagen, ich habe da zu viel gemacht, das hat schlimme Folgekosten gehabt oder Nebenwirkungen? Ja, also ich habe mich mit meinem Freund Hirsch mal gefragt, war es denn richtig, so lange in der Politik zu sein? Haben wir den richtigen Weg eingeschlagen? Bereuen wir das heute? Antwort, nein. Aber es hat Nebenfolgen gehabt. Das haben Sie mit Recht gesagt. Es ist, man ist der Familie und auch der Erziehung hat man sich entfernt. Man hat sogar die Politik als Ausflucht genommen, sich bestimmten Dingen nicht mehr zu belasten. Hat das also der Frau überlassen. Also die Kinder, jedenfalls in meiner Familie, ich will das nicht verallgemeinern, haben das gespürt. Und haben Sie Ihnen das vorgehalten? Sehr verhalten. Haben Sie sich bei Ihnen mal entschuldigt? Um Verständnis geworben. Entschuldigt, ja, gut. Ja, weil bitte widersprechen Sie sofort. Ich finde, dass mit dem Älterwerden merkt man, dass man Dinge versäumt hat, die man nicht wieder gut machen kann. Das stimmt. Das stimmt und das ist nicht weniges. Und das ist dieser Bereich fällt darunter, haben Sie recht. Wie würden Sie denn heute Ihren Beziehungsstatus zur FDP definieren? Kurz und knackig, wie so eine Kontaktanzeige. Ja, liberale Partei ist unverzichtbar, aber sie muss wirklich liberal sein. Sie muss das Profil haben, die Freiheit an erste Stelle zu setzen. Aber Freiheit in sozialer Verantwortung für die Gesellschaft. In welchem Aggregatzustand sind Sie denn, wenn Sie an die FDP denken? Ist das eine stetige Liebe? Ist das eine Kopfbeziehung? Sind Sie noch verliebt? Wie ist Ihr Verhältnis zur FDP heute? Ja, es ist sehr viel Gefühl dabei. Sehr Gefühl. Sehr viel Emotionen. Und insofern bin ich auch eigentlich viel zu nah dran. Nicht? Also es ist auch eine intellektuelle Beziehung und ich möchte, dass sie Erfolg hat, aber mit einer Politik, die ich
für liberal halte. Mhm. Und das bedeutet eben, dass sie sich jetzt, meine ich, viel stärker öffnen muss den Gefühlen der Lebenssituation der Menschen. Ich habe das Gefühl, sie ist so sehr stark auf Nützlichkeit orientiert, auf Wirtschaftswachstum, auf den Markt, auf Steuerpolitik. Das ist eine Sache, die Wirtschaftskompetenz. Aber die Menschen haben eine Sehnsucht nach Orientierung. Die Zeit ist sehr schwierig für viele Menschen. Viele kommen nicht zurecht. Viele fühlen sich ausgegrenzt, sind ängstlich, sind unsicher. Also wahrzunehmen, was diese Menschen umtreibt, zum Beispiel die Sehnsucht, in Einklang mit der Natur zu leben. Also nicht nur das Materialistische, sondern auch das, was eine Gesellschaft zusammenhält, was die Menschen wirklich mitnimmt, außerhalb der einer marktradikalen Nützlichkeitspolitik. Herr Baum, ich bin ganz sicher, uns schauen jetzt eine Menge Zuschauerinnen und Zuschauer zu und fragen sich, wie macht der Kerl das, dass er mit 88,5 Jahren noch so fit ist? Nicht nur, weil Frau Dr. Fleck hier sitzt. Dass die Gene, ich hätte viele Fragen noch an Sie. Sind es die Gene oder passen die auch sehr gut auf sich auf? Ja, also ich passe auf mich auf und meine Frau passt auf mich auf. Und ich war ein paar Mal sehr schwer krank, das alles vorbei. Ich glaube, dass diese Neugierde mich umtreibt, dass ich mich also mit vielen neuen Sachverständen befasse. Also zum Beispiel mit der ganzen Frage des Internets, nicht? Wir haben ja mal gemeinsam dafür gestritten, dass mehr Freiheit hineinkommt und Schutz der Menschenwürde im Internet. Also alle interessiert mich ungemein viel, was jetzt stattfindet. Und ich nehme auch Stellung. Und ich bin also im Kopf ständig dabei. Ich bin jetzt Vorsitzender des Landeskulturrats in Nordrhein-Westfalen. Kümmere mich um die Situation von Künstlern, Solo-Selbstständigen. Also das erfüllt mich. Und kommen Sie zurecht mit dem Internet einigermaßen? Einigermaßen, ja. Machen Sie Videokonferenzen? Manchmal schreibe ich 2 Stunden was und plötzlich ist es weg. Und Videokonferenzen? Ja, gut. Eigentlich ganz gut. Und gehören Sie zu der Sorte Menschen, die da auch ebenfalls vom Unterleib abwärts, da also durchaus in Pyjama da auch hingehen? Ja, machen Sie ja, auch. Ich ziehe dann Pullover an, damit das hier oben stimmt. Und manchmal stelle ich fest, es ist um 12 Uhr mittags noch im Schlafanzug da. nein. Aber das ist eine Form der Kommunikation, die wir zum Teil wahrscheinlich auch beibehalten werden. Ich habe noch eine hochpolitische, hochbrisante Frage. Ich bitte, wenn Sie nicht beantworten wollen, hätte ich vollstes Verständnis. Gehören Sie zu den Männern, die ein bisschen kochen können? Nein. Also meine Frau hatte gerade eine Knieoperation und ist also nicht in der Lage, am Herd zu hantieren. Und wir haben jetzt ausprobiert, dass ich nach ihren Anweisungen arbeite. Und das ist nicht ohne Störung. Also, geben Sie doch mal ein Beispiel. Was ist Nudeln zum Beispiel. Ja, wie kocht man richtig Nudeln? Ah, ja. Nicht so schwer. Nein, aber man darf nichts falsch machen, sonst ist alles vorbei. Nicht? Wenn sie zu weich werden. Was kann man denn falsch machen? Ja, dass sie zum Beispiel zu lange drin sind. Mhm. Dass man sie nicht richtig hinterher abtropfen lässt. Dass man zu viel Öl oder... Was für Soßen machen Sie denn? Bei der Soße kann man noch mehr versauen. Ja, oder? Auch, Soße kann man kaum versauen. Der Baum, kein Öl ins Nudelwasser. Das ist die Nein, Elf. Aber hinterher, also wenn sie draußen sind. Nein. Aber was für eine Soße machen Sie? Ich finde die viel schwieriger. Ja, da machen sehr viel Tomate, nicht? Sehr viel Tomate, Knoblauch, Rucola, gehacktes. Also das Soßen gelingen eigentlich ganz gut. Also wir wollen mehr wissen. Kommen Sie bitte wieder, Herr Baum. Und vielen lieben Dank für Ihren Besuch.